Herzlich willkommen zu Fußballmanager muss man nicht spielen, dem VfL Campus Kurzpodcast. Moin moin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Ole und ich bin Event- und Campus-Koordinator beim VfL Wolfsburg und möchte euch mit diesem Podcast den VfL Campus näher bringen. Das möchte ich nicht alleine tun, deswegen habe ich mir wundervolle Gäste eingeladen. Zum einen habe ich mir Alicia eingeladen, sie ist aktuell Bachelorstudentin und kurz vorm Abschluss. Hallo Alicia. Hi Ole. Und zum anderen habe ich mir den Tobias eingeladen, im Folgenden auch kurz Tobi genannt. Er ist Absolvent der Weiterbildung Fußballmanager, also ein zertifizierter Fußballmanager, heute hier direkt in der Volkswagen Arena. Hallo Tobias. Moin Ole, schön hier zu sein. Ja, ich finde es gut, dass ihr den Weg in die Volkswagen Arena gefunden habt. Wir haben schönes Wetter, sitzen direkt am Rasen. Da kommt auch gleich das Stichwort Rasen riechen und studieren. Was verstehen wir darunter, Alicia, weißt du das? Rasen riechen und studieren heißt für mich, direkt im Stadion die Vorlesung zu haben mit Blick aufs Spielfeld. Das klingt sehr spannend, so wie wir jetzt sitzen, auch schön im Sonnenschein. Tobi, du bist Fußballmanager. Es gibt auch immer das Motto, studieren bei den Profis. Hast du mit Profis zusammen studiert? Ja, also auch wir hatten bei uns in der Weiterbildung Profis mitsitzen, was natürlich das Ganze auch nochmal interessanter im Austausch gemacht hat. Es waren wahrscheinlich aktuelle oder auch ehemalige Fußballprofis, richtig? Ja, genau. Der VfL Campus hat ja ein relativ großes Angebot, Studium und Weiterbildung. Du, Alicia, bist jetzt beim Bachelor. Wie viele Jahre bist du schon dabei? Ich komme jetzt in mein drittes Jahr, habe jetzt meine letzte Präsenzphase vor mir und muss dann nur noch meine Bachelorarbeit schreiben. Und 3 Jahre sind es insgesamt. Und wenn wir jetzt das Wort Präsenzphase gehört haben, was versteht man denn unter einer Präsenzphase? So? Wir haben einmal im Monat freitags und samstags Uni, wo wir unsere Vorlesung haben von praktisch morgens bis abends, wo wir dann immer ein Modul abarbeiten und den Freitagabend schließen wir dann noch mit einem netten Kaminabend gemeinsam mit dem ganzen Campus ab. Und so eine Vorlesung dauert bei euch 90 Minuten wie so ein Fußballspiel oder? Nein, eine Vorlesung dauert bei uns den ganzen Tag. Also es ist nicht so wie in einer staatlichen Uni, dass wir 90 Minuten ein Modul haben, sondern praktisch von morgens bis abends haben wir die Vorlesung. Und Tobi, du hast die Weiterbildung gemacht. Was ist jetzt der Unterschied zum Studium? Also klar, es ist die Dauer, aber wie war da die Präsenzphase? Also ich glaube, der größte Unterschied ist auf jeden Fall das bunt zusammengesetzte Teilnehmerfeld. Du hast Leute dabei, die schon abgeschlossene Berufsausbildung haben, vielleicht schon Bachelor- und Masterabschlüsse. Und du arbeitest dann in den einzelnen Vorlesungen sehr intensiv, aber trotzdem praxisbezogen an dem jeweiligen Thema. Und du hast gesagt, viele arbeiten jetzt, also auch Studium, Alicia, ist das machbar parallel zum Job, oder? Definitiv, also es ist ja ausgelegt als berufsbegleitendes Studium und ich habe zum Beispiel die ersten 2 Jahre in meinem Studium Teilzeit gearbeitet und bin jetzt in meinem Praktikum, wo ich Vollzeit arbeite und es bedarf natürlich viel Organisation mit Studium und Arbeit, aber es ist auf alle Fälle machbar. Und du, Tobi, hast auch die Weiterbildung neben deinem Job gemacht, richtig? Genau, ja. Die Präsenzphase hat ja 2 Wochen, insgesamt 10 Tage stattgefunden, wo ich dann von meinem Arbeitgeber Urlaub bekommen habe und dann in die Location zur Arena gefahren bin. Und der Aufwand, also Tobi, bei der Weiterbildung, wie war das jetzt parallel zum Job? Also muss man sich vorstellen, 8 Stunden gearbeitet und dann abends jeden Tag noch studiert oder weitergebildet? Oder wie ist der Aufwand so? Nein, der Vorteil, den ich wirklich gesehen habe, war einfach, dass man kompakt diese Präsenzphasen hatte, indem man sehr viel Wissen vermittelt bekommen hat. Das war intensiv, das war viel. Aber dafür hatte man quasi im Nachgang zu den einzelnen Blöcken Zeit, die Themenfelder zu bearbeiten für die einzelnen Abgaben. Und so, dass das, sage ich mal, zwischen den einzelnen Modulen nicht ausgeartet ist. Das Motto ist Studieren bei den Profis. Wir hören auch immer wieder, dass man direkt in der Arena studiert. Da gibt es verschiedene Räumlichkeiten. Wo studiert man denn da so, Alicia? Also wie gesagt, wir sind direkt im Stadion. Wir haben jetzt zum Beispiel bald eine Vorlesung im VIP-Bereich in der Arena oder auch in gesonderten Räumen. Aber du bist halt jedes Mal im Stadion mit Blick aufs Spielfeld. Und wie ist die Atmosphäre so in den Gruppen? Weil man hört auch immer, es sind sehr kleine Gruppen. Also was für Vorteile bringt das mit sich?
extrem viele Vorteile. Also wir sind noch kleiner als Klassengröße. Also in der Regel sind wir maximal 15 Studierende in einem Jahrgang. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wir von jedem Dozenten eine gewisse 1-zu-1-Betreuung haben. Es ist eine gute Lernatmosphäre, es ist nicht überfüllt. Und Alicia, wenn ich da einmal kurz einhaken darf, normalerweise der Ausblick auf einer Business-Ebene, der ist ja schon klasse, wenn man dort sitzt und rausguckt einfach auf den Platz. Manchmal wird der Rasen noch gemäht, das ist ja schon mega. Aber wenn man sich dann noch vorstellt, hier in Wolfsburg gibt es die Sky Lounge. Das ist ganz oben unter dem Dach der Arena, wo sonst nur die Polizei oder die Feuerwehr sitzt, um ihre Einsätze zu koordinieren. Und dort sitzt man und studiert und stellt irgendwann mitten in der Vorlesung fest, oh, ich sollte eigentlich vielleicht mal wieder auf die Präsentation gucken und nicht den Ausblick über dieses Schmuckkästchen hier genießen, dann ist das schon ein richtig besonderer Moment. Also besondere Momente sind dann hier gegeben, eine tolle Atmosphäre, eine sportliche Atmosphäre, muss man so sagen. Ja. Kommen wir ein bisschen zu den Inhalten, also Lieblingsmodul von euch, gab es irgendwie eins, was ihr gerne mochtet und eins, was ihr vielleicht gar nicht mochtet? Ich fange mal mit der Dame an, also Alicia. Also welche Module nicht so mein Fall waren, waren alles so ein bisschen mit Zahlen, also Statistik oder auch Accounting und Controlling oder VWL. Das sind jetzt alles nicht so Module, die mir, sag ich mal, gut liegen. Aber so betriebswirtschaftliche Module wie zum Beispiel BWL, Marketing hatten wir auch oder alle Module, die so ein bisschen in die Sportrichtung gehen, also Sportökonomie, Sportrecht, das sind alles so Module, die mir sehr, sehr viel Spaß machen und wo es auch echt cool ist, in der Vorlesung zu sitzen und dort sich neues Wissen anzueignen. Und Tobi, bei dir in der Weiterbildung? Da gibt es definitiv ein Highlight, das wir hatten und das ist auch ein riesiger Verdienst des Dozenten mit. Das war auf jeden Fall Sportrecht mit Ralf Bockstede, also ein wirklicher Fachmann und Experte in seinem Gebiet. Und dann noch mit der Begabung gesegnet, das wirklich auch an junge, interessierte und engagierte Menschen weiterzugeben. Also kein, wie man so gerne sagt, Fachidiot, sondern wirklich jemand, der seinen Inhalt auch vermittelt hat. Das war sehr, sehr gut. Also Sportrecht war bei beiden beliebt. Also eins der Module, was man auf jeden Fall beibehalten sollte. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. So, da wir jetzt ein bisschen uns mit den Modulen beschäftigt haben, modulieren wir jetzt mit Begriffen. Ich möchte gerne ein kleines Spielchen mit euch spielen. Ihr kennt bestimmt das bekannte Spiel Entweder-Oder. Wir hier beim VfL Campus nennen das anders. Bei uns heißt es Triple Entweder-Oder. Ich nenne euch jetzt drei Begriffe und ihr sucht euch einen aus. Ich fange an mit Alicia. Wie notierst du während der Vorlesung? Stift, Laptop oder Tablet? Ich notiere mir alles auf meinem Tablet. Tobi? Ganz klassisch auf dem Block mit einem Stift. Bleistift oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. In schwarz. In schwarz. Viele nehmen ja eher blau. Wir würden grün nehmen hier beim VfL. Aber zweite Frage. Welcher ist dein Lieblingsstandort? VfL Campus, Kleeblatt Campus oder Arena Campus? Definitiv der VfL Campus, weil ich hier beheimatet bin. VfL Campus, wenn Düsseldorf aber auch sehr schön war und auch in Fürth, hat sehr viel Spaß gemacht. Welches Modul bevorzugst du? Sportmarketing, Eventmanagement oder Fußballmanagement? Definitiv Sportmarketing. Warum? Hat mir einfach Spaß gemacht, der Dozent war cool und die Mischung aus beiden ist einfach toll gewesen. Tobi? Eventmanagement. Weil? Coole Dozenten und das liegt mir einfach, das Thema. Beim Frühstückscatering vor der Vorlesung, belegtes Brötchen, Müsliriegel oder Kaffee? Der Müsliriegel. Tobi? Über dem Teller ein belegtes Brötchen und darunter ein Müsliriegel. Na gut, ich wäre eher der Kaffeetyp. Welchen Leistungsnachweis bevorzugst du? Hausarbeit, Klausur oder Präsentation? Die Hausarbeit, das schneide ich immer ein bisschen besser ab. Definitiv Präsentation bei mir. Warum? Weil du gut reden kannst, oder? Genau. Lernen für eine Klausur, letzte Frage. Rechtzeitig, kurzfristig oder gar nicht? Rechtzeitig. Tobi, gar nicht? Ich sage jetzt an dieser Stelle natürlich rechtzeitig. Rechtzeitig, okay. Vielen Dank für eure Antworten beim Triple Entweder-Oder. Wir haben vorhin schon mal von Alicia das Wort Kaminabend gehört. Man muss sich immer fragen, Kaminabend, was ist das? Viele sagen auch, wer macht denn einen Kaminabend im Sommer? Ja, das ist der VfL Campus. Was findet dort statt, Alicia, am Kaminabend?
Also der Kaminabend findet immer am Freitag nach der Vorlesung statt, wo sich alle Studierenden treffen und dann kommt eine Person aus der Sportbranche, die uns so ein bisschen was über sich und ihren Job erzählt und dann haben wir am Ende noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Person und das ist super, um netzwerken zu können. Ist die Weiterbildung auch dabei, Tobi? Oder? Ja, und das ist gerade auch was besonders gut bei uns im Kurs angekommen ist, also dass man nicht nur einen Fachvortrag eines Experten hat, sondern dass man im Anschluss nochmal in die Interaktion gehen kann, Fragen stellen kann, aber dann auch Bachelor- und Masterstudenten beispielsweise am Campus nochmal besser kennenlernen kann und einfach auch so ein bisschen Smalltalk kursübergreifend halten kann. Also Netzwerk aufbauen ist Programm an diesem Abend. Ist so ein bisschen der Ausklang des Vorlesungstags, oder? Genau, also wir sitzen dann alle in entspannter Atmosphäre mit einem Bierchen in der Hand und lauschen dann der Persönlichkeit aus der Branche. Wenn ihr jetzt so verschiedene Kaminabende an denen teilgenommen habt, was war so euer Favorit? Habt ihr einen speziellen Gast in Erinnerung? Bisher waren eigentlich alle Kaminabende toll. Ganz besonders in Erinnerung habe ich aber meinen allerersten mit The Zone, wo wir zum Beispiel Alex Schlüter hier hatten, der natürlich auch aus Wolfsburg kommt und das ist so der für mich am meisten noch immer noch heraussticht, weil The Zone auch irgendwas ist, was mich sehr interessiert, da vielleicht auch mal später zu arbeiten. Und Tobi, was hattet ihr für Themen beim Kaminabend? Tatsächlich sehr viele interessante. Einer, der mir wahrscheinlich auch anlassbezogen am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist mit Tobias Auer von der Spielvereinigung Greuther Fürth. Mhm. Da ging es drum, Corona kam gerade oder war auf dem Vormarsch und die DFL hat das Hygienekonzept, das dann irgendwann auch auf den Weg gebracht wurde, erarbeitet. Und da er in dieser Taskforce-Gruppe mit drin war, konnte er uns mega intensive Einblicke geben und wir konnten ihn auch wirklich löchern und fragen, was ist da jetzt eigentlich geplant? Und hatten wirklich auch schon Wissen, das sonst niemand in der Öffentlichkeit haben konnte zu dem Zeitpunkt. Das war super spannend. Und das andere war auch nochmal von der DFL, der Herr Pfarr, der uns einfach mitgeteilt oder Einblicke gegeben hat, wie eigentlich die Ansetzung der Ligen und der Pokalwettbewerbe vollzogen werden und worauf alles geachtet werden muss. Aber es hat viel mit Fußball zu tun, aber es gibt halt auch Kaminabende, die gar nichts mit Fußball zu tun hat, aus Fremdthemen, die Gebiete kommen, richtig? Genau, wir hatten jemanden auch da, der zum Beispiel die Tour von Silbermond mitgeplant und da haben wir dann so einen kleinen Einblick in die Tourplanung von Musikern bekommen. Also man bekommt auch Einblicke in Berufsfelder, die nichts mit Sport zu tun haben. Ja, das war ein sehr interessanter Kaminabend, muss ich auch sagen. Und darüber hinaus hatten wir, glaube ich, auch mal mit den Organisatoren vom Deichbrand-Festival, also eins der größten Festivals in Deutschland, die uns auch ja einfach auch mal über den Tellerrand vom Fußball hinaus mitgenommen haben. So, jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Spiel des heutigen Podcasts. Das Wie heißt, aber ich kann es empirisch belegen. Es hört sich komplizierter an, als es ist. Ich stelle euch eine Frage und ihr gebt mir eine Antwort. Jedoch sind die Wörter der Frage nicht in der richtigen Reihenfolge. Ich gebe euch ein Beispiel, nenne jetzt den Satz. Dein ist Lieblingsmodul was? Also wenn man jetzt nachdenkt, kommt dabei raus, was ist dein Lieblingsmodul? Also okay. Verstanden? Ja. Seid ihr bereit? Ja. Okay, erste Frage heißt, du den Gast für welchen dir Kaminabend wünscht? Jörg Schmadtke. Jürgen Klopp. Beides mit J. Warum Jörg Schmadtke, Tobi? Ich denke, so ein Geschäftsführer hat nochmal einen viel weiteren Blick über alle Geschehnisse, die im Unternehmen laufen und kann einfach zu jedem Bereich eine sehr, sehr große Expertise weitergeben. Und Jürgen Klopp, Alicia, warum? Jürgen Klopp ist für mich eine unfassbar interessante Person, nicht nur als Trainer, sondern auch als Persönlichkeit im Privaten. Er hat unfassbar viele Erfahrungen schon sammeln können und ich glaube, dass wir Studierenden davon sehr viel lernen könnten. Ja, dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Während du einer geschummelt hast, Klausur? Nee, dafür ist keine Zeit und das traue ich mich auch tatsächlich nicht. Tobi? Nein. Hast du auch noch nie geschummelt während einer Klausur? Nicht am Campus. Stimmt. Auf dem Weg zum Campus, ja. Auf dem Weg zum Campus, ja. Oh,
vielleicht. Vielleicht bin ich irgendwann mal auf Toilette gegangen während einer Prüfung. Okay, kommen wir zu Frage 3. Dein Weiterbildung, du oder Studium finanzierst wie deine? Ich gehe ganz klassisch arbeiten. 1,5 Jahre war ich im Einzelhandel und jetzt bin ich im Praktikum. Und so finanziere ich mir meine Uni. Tobi? Mein Studium habe ich damals tatsächlich auch selber finanziert. Meine Weiterbildung hatte ich das große Glück, dass ich vom VfL Wolfsburg ein Stipendium bekommen habe. Das ist natürlich nicht so schlecht. Kann man so sagen, ja. Gibt es auch immer mal wieder, müssen die Zuhörer und Zuhörer immer mal auf den verschiedenen Kanälen gucken. Kommen wir zur letzten Frage. Kommen was für Ausrede deine spät schlechteste zu wahr? Ich komme nicht zu spät, ganz einfach. Mein Hund hat in die Wohnung gepinkelt. Ich musste noch alles wieder aufsaugen, aufwischen. Eieiei, ihr seid ja richtig kreativ. Ja, solche Ausreden habe ich noch nie gehört. Wirklich, wirklich jetzt nicht überzeugend. Wer pünktlich kommt, der braucht keine. Genau, Pünktlichkeit ist immer wichtig im Leben. Das stimmt. Auch beim VfL Campus. Kommen wir zum letzten Thema. Also eigentlich, wie sieht deine Zukunft aus, Alicia, wenn du fertig bist? Du hast gesagt, ein halbes Jahr musst du noch oder ein Jahr? Genau, ein halbes Jahr habe ich noch Präsenz, dann schreibe ich die Bachelorarbeit in Anschluss und würde gerne anfangen zu arbeiten, auch wenn es möglich ist in der Fußballbranche. Und wenn das aber nichts wird, wegen Corona zum Beispiel, dann kann ich mir auch vorstellen, noch meinen Master zu machen. Und Tobi, du bist schon bereits in der Arbeitswelt vertreten, richtig? Ja, genau. Ich arbeite bereits im Fußball-Bundesliga-Geschäft und bin aber trotzdem sehr froh, dass ich das Zertifikat jetzt in der Tasche habe, denn das ermöglicht mir auch innerbetrieblich nochmal die Möglichkeit zum Aufstieg, um halt ja auch ein bisschen Karriere zu machen. Ich denke, das ist ja das auch, warum man das eigentlich macht. Ein Motto des Campus, die Karriere neben der Karriere. Also wir haben ja auch aktuell Profis bei uns in den Jahrgängen, also sowohl im Bachelor als auch im Master. Dann hoffe ich jetzt, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen einen kleinen Einblick in den VfL Campus bekommen haben. Ich bedanke mich bei Alicia, dass du heute da warst. Gerne, gerne. Wir sehen uns jetzt ja noch, weil wir sind am Präsenzwochenende und du hast gleich noch Vorlesungen, richtig? Das stimmt, gleich geht's zurück. Und Tobi ist extra angereist heute um zu Besuch, extra für den Podcast. Auch vielen Dank dafür, dass Sehr du gekommen gerne. Bist. Alicia, du gehst jetzt in die Vorlesung. Wir sehen uns dann heute Abend noch beim Kaminabend mit Pierre Littbarski hier in der Volkswagen Arena. Na, da würde ich mich doch direkt auch anschließen. Tobi, bist herzlich eingeladen, kannst gerne mit dran teilnehmen. Und dann bleibt nur noch zu sagen, mit sportlichen Grüßen aus der Volkswagen Arena.